Hallo alle zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Herzlich willkommen zu meinem ersten Beitrag hier bei Vollnormal TV. Und ich möchte zuerst dazu kurz was sagen. Eva hat das ja schon in ihrem Video erwähnt. Ich möchte euch auch dazu auffordern, macht selber Videos. Holt die Kamera in die Hand, macht den Mund auf, wenn ihr was zu sagen habt. Das ist eine Möglichkeit, die nicht zu unterschätzen ist. Und gerade so ein Portal wie hier von Vollnormal TV hat halt einfach den Effekt, dass wir zusammen lauter werden, dass das nicht mehr so einfach übersehen werden kann, was die Menschen denken, was sie sagen. Und somit haben viele Themeninhalte die Chance oder eine größere Chance, bei vielen Menschen irgendwo ins Bewusstsein überhaupt vorzudringen, wenn es ausgesprochen wurde, wenn man es sieht, wenn man es hört. Ich will aber auch auf den Aspekt hinweisen, dass man es nicht unterschätzen sollte, was Videos machen für einen selbst, für die persönliche Entwicklung bedeutet. Also mir hat das sehr, sehr viel gebracht, sich selbst einfach zuzuhören, selbstkritisch zu hinterfragen, was gebe ich eigentlich so von mir. Ich habe da immer so ein Beispiel im Kopf, wenn wir irgendwo jetzt auf den Montagsmahnmachern war ich in Saarbrücken auch lange und ganz viele, die das erste Mal im Mikro gesprochen haben, haben gesagt, boah, das ist so komisch, da höre ich mich ja selbst. Was sagt denn das eigentlich aus? Das sagt aus, dass, und so nehme ich es leider auch wahr, dass ganz viele Menschen gar nicht mehr sich selbst zuhören, das eigene Selbst wirklich wahrnehmen. Was hat man, oder auch überprüfen, was denke ich, was sage ich, was gebe ich von mir? Und da ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, dass sich in dieser Welt hier wirklich grundlegend was ändert, dass die Menschen wieder zu sich selbst finden, ihre eigene Stärke und ja, Möglichkeiten, Schaffenskraft wahrnehmen, ist Videos machen ein super Mittel, ein super Hilfsmittel, zu sich selbst zu kommen und auch in Austausch mit anderen die eigenen Aussagen einfach zu überprüfen. Das wollte ich dazu sagen. Ansonsten habe ich lange überlegt, was soll ich eigentlich für Videos machen. Ich war eigentlich kurz davor zu sagen, ich mache keine Videos mehr, weil ich zu den meisten Themen eigentlich irgendwo den Mund schon aufgemacht habe, wenn nicht da spontan irgendwas kommt. Und war dann aber ganz froh, oder bin immer noch ganz froh, dass Eva sich bei mir gemeldet hat. Weil ich etwas machen möchte, was ich schon länger machen wollte. Ich bin ja auch Liedermacher und ich habe für mich das Gefühl, dass ich eigentlich in meinen Songs das meiste von dem sage, was ich eigentlich sagen möchte. Und so mache ich bei Vollnormal TV jetzt eine Reihe von Videos, wo ich einfach erstmal dazu sage, was ich in dem Song eigentlich ausdrücken will. Ich versuche das da ein bisschen zu strukturieren, hinterher den Song noch spiele, so ein bisschen Musik schadet ja mit Sicherheit auch nichts bei uns im Programm. Und der erste Song, hier geht es um das Thema, der Song heißt Seid lieb. Und bevor jetzt viele wieder sagen, oh, Liebe, Esoterik, Scheiß, bla bla bla, darum geht es überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Wer es nicht versteht, dass der Faktor Liebe, Gefühle, Emotionen einen ganz grundlegenden Einfluss darauf hat, wie wir diese Welt hier gestalten, der hat nicht nur sein Herz verloren, sondern hat auch sein Hirn verloren. Sobald man sagt, dass das Wort Liebe in den Mund nimmt, sagt, oh, was hat denn das mit Weltpolitik, was hat denn das mit dem Geschehen, was hat das mit dem alltäglichen Arbeit zu tun, wer so reagiert, der hat sich da, glaube ich, noch nie richtig Gedanken gemacht und den Verstand benutzt, darüber nachzudenken, was bewirke ich eigentlich mit Liebe? Und hier will ich einfach darauf hinweisen, dass Liebe nicht nur dieses, oh, wir haben uns alle lieb, sondern für mich ist das ein ganz klarer Faktor im Verstand, wenn ich drüber nachdenke, was passiert hier auf der Welt, was läuft verkehrt und wie könnte es anders laufen. Und da ist nun mal die Liebe und lieb zueinander sein etwas, was ganz viel verändern würde, wenn wir es denn tun würden.
Und da noch ein anderer Blickwinkel drauf. Ich versuche viele Sachen immer von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, ist, wenn man die heutigen Ergebnisse der modernen Physik, Quantenphysik und so mit einbezieht. Nicht, dass ich der absolute Quantenphysiker bin, aber so ein bisschen grundlegend habe ich was verstanden. Unsere Emotionen, unsere Beobachtung, unsere Aufmerksamkeit hat Auswirkungen auf die reale Welt, auf die materielle Welt. Und ihr kennt doch jeder den Spruch, so wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück. Und so ist es. Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sagen in meinem Leben, es ist so. Und ich glaube, es hat doch jeder schon erlebt. Es gibt Tage, da stehst du auf, bist scheiße drauf und weißt, boah, am liebsten bleibe ich heute im Bett. Und da passiert auch meistens nur Mist den Tag über. Dann gibt es Tage, da stehst du auf und sagst, boah, geil, die Sonne scheint, ja, tschakka. Und so kommen auch Sachen im Tag zurück. Das heißt, für mich persönlich, die innere Geisteshaltung ist ausschlaggebend dafür, was bei mir im Leben zurückkommt. Das darum ist alles ein Spiegel von dem, was ich aussende. Und das sollte man meines Erachtens einfach bedenken. Es hat zum einen an den Auswirkungen für sich selbst, finde ich es ganz wichtig, lieb zu sich selbst sein, gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Und das scheinen mir aber ganz viele Leute nicht zu machen, wenn ich durch die Stadt renne und gucke, was da für Gesichter. Da läuft doch was verkehrt. Seid doch mal lieb zu euch selbst, verdammte Scheiße. Fresst nicht jeden Mist, lasst nicht jeden Mist mit euch machen. Wenn euch euer Leben, so wie es jetzt ist, nicht passt, dann nehmt es in die Hand und ändert es. Die Möglichkeiten sind da. Seid lieb zu euch. Und der nächste Punkt, was hat das dann für Auswirkungen nach außen, wenn nicht mehr alle Menschen alles mitmachen, sich nicht mehr von Werbung, Marketing, Politik, Medien, bla bla bla, hier oben in ein Raster pressen lassen, auch von unserem Bildungssystem, sondern dass man ganz bewusst versucht, eine Geisteshaltung einzunehmen, wo man lieb ist, zu sich selbst und auch zu anderen, dann hat das eine Veränderung im Außen, im Großen. Nicht, dass es jetzt auf einmal keine Atomwaffen mehr gibt. Aber ich sehe die Veränderung in der Welt so, eine Freundin von mir beschreibt das immer so schön, wenn man einen Stein in den Teich wirft, gibt das einen so einen Kreis. Werfe ich noch einen Stein rein, gibt es noch mal Kreise. Und wenn ganz viele Steine reingeworfen werden, dann werden das richtige Wellen. Und somit kann jeder einfach dadurch, wie man mit sich selbst, wie man sein Leben lebt, was man tut, was man nicht tut, anfangen, eine Welle der Veränderung in Gang zu setzen. Und wenn dann auch die Leute zusammenkommen, so wie es hier jetzt bei Vollnormal-TV zum Beispiel geschieht, erstmal nur virtuell, aber das wird Auswirkungen haben, dann werden wir feststellen, dass sich die Kräfte, die wir haben, exponentiell entfalten. Wir können so viel machen in der Welt hier, wenn wir nur lieb sind, scheiße, verdammt nochmal. Und das will ich dazu auch noch sagen. Wenn ich sag, seid lieb, da meine ich davon nicht jetzt grinsend, rundgrinsend, mit dem Arsch auf dem Meditationskissen festgeklebt durch die Welt zu schweben und alles, was scheiße ist, guckt man gar nicht erst hin. Nein, eben nicht. Wir sind leider in einer Zeit, wo lieb sein fast gleichbedeutend ist mit Mut sein, mit ehrenhaft sein, mit standhaft sein, mit stark sein. Dass man eben auch mal Nein sagt, dass man den Mund aufmacht. Und dass man Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben, das man selbst in der Hand hat und auch sich bewusst ist, dass der Verantwortung mit jedem Euro, mit jedem Cent, den ich ausgebe, bestimme ich heute mit, wie andere Menschen und Lebewesen auf diesem Planeten hier leben. In Zukunft und jetzt im Moment. Das heißt für mich, seid lieb. Macht die Augen auf, macht nicht alles mit, macht den Mund auf und übernehmt Eigenverantwortung. So, das war's, was ich zu dem Song so sagen möchte. Und jetzt werde ich euch den zum Besten geben. Seid lieb.
Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Ich lade euch ein, zu lauschen, hinzuhören. Mein Innerstes auf dem Tablett werde ich servieren. Träume, Ängste, Lieben, Leiden unverhüllt. Vielleicht gefällt's, vielleicht auch nicht, so ist die Welt. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Milliarden Universen, round and round, Augenblick. Mag mit euch lachen, für einen Moment ins Jetzt zurück. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen, hab euch lieb. Nehmt's nicht zu ernst, alles ist einfach nur ein Lied. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Wirtschaftsboykott, Mensch oder Lemming, Diamanten, Blut, Blues. Manchmal sing ich's, damit ich's nicht rausschreien muss. Manchmal im Ernst, vielleicht auch nur Schluss. Meine Wahrheit, mir allein, ganz am Schluss. Seid lieb, alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, ist alles, was ich sagen will. Seid lieb, seid lieb, seid lieb. Seid lieb, verdammt nochmal. Ja, krass, vielleicht hat man es gemerkt, auch wenn ich schon öfter Videos mache, ich bin doch aufgeregt. Freue mich sehr, dass ich hier meinen Teil dazu beitragen kann. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Beim nächsten Song, beim nächsten Video geht es um die Frage, Mensch oder Lemming? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und genießt den Tag und seid lieb.